Unsere derzeitige Genetik stammt aus den frühen Entwicklungsphasen und ist überwiegend auf Pflanzenkost programmiert. Aber der Steinzeitmensch war durch die Eiszeit gezwungen, sich weder art- noch gengerecht zu ernähren. Heute klären wir, woher wir das wissen und wie es mit anderen Naturvölkern aussieht. Zumindest wenn wir die Zeit finden. Guten Morgen! Das Kuriose ist ja, dass wir nicht einmal 200 Jahre in die Naturvölker zurückgehen müssen, um weitestgehend pflanzenbasierte Ernährungsformen zu finden ohne Zivilisationskrankheiten. Aber auf der Suche nach Argumenten für den Fleischkonsum muss man eben sehr weit zurückgehen, um Rechtfertigung zu finden. Und während ihr gerade bei Modediäten es weniger um wissenschaftliche Fakten geht, sondern um Überzeugungen, macht er sich auch natürlich sehr sehr gut, dass damals zum Beispiel zur Steinzeit wenig Studien durchgeführt wurden und die wissenschaftliche Forschung sich noch darauf beschränkte, wie man eine Kokosnuss öffnet. Und so kann man aus der durch die Umwelt erzwungenen Anpassung durch Fleischkonsum eine gesunde Lebensweise ableiten. Und der Mensch von heute hört das natürlich gerne. Genau wie der Mensch vor 100 Jahren auch gerne gehört hat, dass Zigarren, Tabak und so weiter unbedenklich ist. Ja? Aber nur blöd, dass zwei Wanderer im Jahre 1991 den Ötzi gefunden haben. Der Ötzi, das konnte man aufgrund des guten Erhalts der Leiche wissenschaftlich feststellen, hat nach den Richtlinien der Steinzeitdiäten gelebt. Und dann Paleo. Er hat viel Fleisch gegessen, sich sehr viel bewegt und weder Zucker noch Weißmehlprodukte zu sich genommen. Er war gerade mal 45 Jahre alt, als er ermordet wurde. Die Fakten, die ich euch nun nenne, die sind alle wissenschaftlich belegt und die Links dazu gibt es natürlich auch immer unten in der Infobox. Es macht einfach keinen Sinn, über die Wissenschaft der Ernährung zu reden mit irgendwelchen zusammengereimten Logiken und selektivem Cherrypicking von Medienberichten oder was auch immer, was man eben so häufig findet. Also, man hat den Urvater des Paleo-Prinzips, dem Ötzi, quasi untersucht. Was hat man gefunden? Mit 45 Jahren zeigte seine Bauchaorta und sein Erbgut eindeutig an, dass er stark Herzinfarkt gefährdet war. Seine Cholesterinwerte waren viel zu hoch und er litt unter Arteriosklerose. Das alles mit 45. Das bedeutet nun nicht, dass ich euch heute sagen will, ihr sollt wieder Zucker und Weißmehlprodukte essen, weil alles was die Paleo oder die abgeleiteten Steinzeitdiäten sagen falsch ist. Nein, nein. Kaum eine der Modediäten ist kompletter Unsinn. Das ist ja gerade die Krux. Man bedient sich ein paar wissenschaftlich korrekten Fakten und baut darauf dann unter Einbeziehung von Elementen, die sehr gut verkauft werden können, was ja sehr wichtig ist bei Modediäten, eine Theorie. Und das tragende Element, warum Paleo sich so gut verkaufen lässt, ist der Fleischkonsum. Aber genau das ist der Punkt, warum Ötzi, wenn er nicht umgebracht worden wäre, bei der damaligen Ärztedichte sowieso bald in den Schnee gebissen hätte. Paleo ist nicht gesund, kann ja gar nicht gesund sein, wenn ein Lebensmittel verwendet wird, was bei intensivem Konsum als karzinogen, also krebserregend eingestuft wird nach heutigen aktuellen wissenschaftlichen Stand, wie das rote Fleisch. Da kommen dann wieder einige und sagen dann, ja, dann nehme ich dann das weiße Fleisch oder den Fisch. Egal was man dann sagt, ich habe ja schon viele Videos gemacht über Fisch und auch weißes Fleisch. Derjenige findet immer wieder irgendeine Theorie, eine Modediät, die man dann wieder neu machen kann und eigentlich dann doch wieder quasi das alte Lied singt. Oder wenn man ihnen das erklärt, dass es einen Sinn hat, warum eine Ernährung wie die pflanzliche sich konstant über Jahrzehnte in der Forschung im Gegensatz zu den ganzen Modediäten Stück für Stück gesellschaftlich und wissenschaftlich etabliert hat, im Gegensatz wirklich zu diesen kurzfristigen, gut zu verkaufenden Theorien. Wenn man ihnen das erklärt, warum eine gesunde Ernährung auch aufgrund unserer neurologischen Netze nicht so leicht umzusetzen ist, warum es das auch nicht gibt, ne, dann reagieren die Leute einfach nur oft mit Ignoranz, mit Abweisung oder eben in die Flucht in irgendwelche artfremden, also nicht artfremden, sondern in andere Theorien sagen, warum das gut ist und gehen gar nicht drauf ein. Und wir sind alle konditioniert. Das ist ein roter Faden. Einige nervt es schon, dass ich das immer wieder sage. Aber es ist einfach so. Unser Verhalten ist konditioniert. Eine Konditionierung ist erstmal per se nichts schlecht. Ja? Die Frage ist, was ist wie konditioniert? Und wir sind so konditioniert, kulturell geprägt, was auch immer. Wir wollen alles einfach immer schnell haben. Wir wollen es auch alles einfach haben. Wir wollen möglichst in unserer Komfortzone verweilen.
Und die Medien und die Ernährungsbücher, die verkaufen sich eben besser, wenn dies genauso ist. Einfach und schnell. Waschbrettbauch in 5 Tagen. Ne? Was denkst du, wie oft das angeklickt wird? Das ist grausam. Die Bewusstheit, der logische Verstand wird überhaupt nicht eingesetzt. Ne? Aber es wird trotzdem geklickt. Das möchte der Mensch. Das ist ein Automatismus. Das ist ein neurologisches Netz. Einfach und schnell. Eine vegane Rohkost, das lässt sich so gut wie gar nicht verkaufen. Ne? Und da schon eher dann so eine vegane Kochkost. Obwohl eigentlich alle, die sich pflanzlich ernähren, von den Vorteilen einer intakten und einer natürlichen Nahrung wissen. Werden eben in Büchern eher Rezepte beschrieben, wo dem konditionierten Geschmack Rechnung getragen wird. Da wird nicht einfach geschrieben, ja, esst viel Obst und Gemüse und vielleicht ist er irgendwie versucht ein paar Obstsalate oder Gemüsesalate aus dem Knochen zu leiern, aus dem Bauch zu leiern, ne, aus dem Woraus leiert, dann ist das eher scheißegal. Sondern da wird eben versucht einen Rinderbraten zu machen, ne, und da wird dann halt gekocht, weil dann natürlich nah rankommt und gebraten und so weiter. Ne, das verkauft sich einfach besser, so ticken wir. Und die Wirtschaft ist mit Sicherheit kein Avantgardist, was die Gesundheit des Menschen angeht. Die Gesellschaft und die geistige Evolution, das treibt die Dinge voran. Information, echte Information, nicht nur populistisches Gebrabbel, um Views und Verkäufe zu generieren. Und entsprechend sind dann auch solche Dinge wie Steinzeitdiät und emotionales Back to the Roots, ne, instrumentalisiert, um einfach neue Kochbücher und neue Videos und alles Mögliche, was damit im Zusammenhang steht, zu verkaufen. Ernsthaftes Interesse an gesunder Ernährung hat die, zum Beispiel die gesellschaftlich finanzierte Forschung, die Wissenschaft und auch jeder für sich selbst. Und danach sollte man sich richten. Aber nicht zu denen oder nicht die Dinge als Informationsquelle zulassen, die lediglich monetäres Interesse haben. Sie beweist, dass man auch ohne Medikamente, vollgepumpte und wirklich wildlebende Tiere konsumierend eben trotzdem die Probleme hat, die ein Fleischkonsum mit sich bringt. Wenn ihr gesund leben wollt, dann lebt von dem, wofür euer Körper gemacht ist. Wir sind Pflanzenfresser und haben den Luxus, dass wir auch eben in Notzeiten Fleisch verwerten können und können uns durchaus auch als Allesfresser bezeichnen. Aber das, was uns wirklich vital und gesund macht, das ist eine vollwertige und das bitte nicht vernachlässigen. Wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Eine richtig vollwertige vegane Ernährung und nicht immer dieses, ja, eine vegane Ernährung ist gesund. Nein, ist sie per se nicht. Eine vollwertige vegane Ernährung. Das wollte ich mal sagen. Zu den anderen Naturvölkern kommen wir vielleicht in einem anderen Video. Heute mal das Beispiel mit dem Ötzi. Teilt das Video gerne unter allen denen, die die Steinzeitdiäten oder Paleo-Lob preisen, um die geistige Evolution etwas voranzutreiben und etwas mehr Bewusstheit in die Köpfe der Menschen zu bringen. Wie funktioniert alles? Ne? Woher kommen Informationen? Warum kommen Informationen? Warum nehmen wir sie auf, wie wir sie aufnehmen? All das trägt dazu bei, dass wir irgendwann diese grausamen Zeiten des Abschlachtens anderer Lebewesen, was völlig unnötig geworden ist, hinter uns lassen können. Ich wünsche euch alles Liebe, Euer Christian.